Und der war auf Einladung des SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Rosemann nach Biesingen gekommen. In seiner Rede gab es vor allem ein Hauptangriffsziel: die CDU und deren Zickzackkurs bei der Entscheidung des Fraktionsvorsitzes. Die drei von der Zankstelle, Haug, Strobel und Wolf, übten sich in trauter Harmonie. Ganz basisdemokratisch hat man den Spitzenkandidaten gewählt. Mit neuem Schwung wollte die CDU dann ins neue Jahr starten. Aber diese Nummer ist dann doch eher zu so einer Art Abrissbirne für die CDU geworden. Kaum war die Katze aus dem Sack oder der Wolf aus der Urne, wurde gebissen, was das Zeug hält. Oberförster Peter Haug wusste gar nicht so recht, wie ihm geschieht. Da hat der böse Wolf ihm schon weggebissen. Auf Guido Wolf schoss sich Nils Schmid dann auch im weiteren Verlauf seiner Rede ein. Den Satz, der Islam gehöre zu Deutschland, den Guido Wolf in einer Diskussion im Landtag vor einigen Wochen so nicht stehen lassen wollte, thematisierte der stellvertretende Ministerpräsident. Wir müssen schon verstehen, was da gesellschaftlich gerade sich abspielt. Auf der einen Seite große Vorbehalte gegenüber dem Islam, weil über die Medien ein Bild von islamischen Terroristen transportiert wird, was natürlich Schrecken einjagt. Auf der anderen Seite 4 Millionen Muslime in Deutschland, die zutiefst verunsichert sind. Wir brauchen in Baden-Württemberg keine Pegida. Wir brauchen in Baden-Württemberg auch keinen Pegido, sondern wir brauchen politische Führung, die für die Werte des Miteinanders in dieser Gesellschaft einsteht. Und gerade auch dann, wenn es schwierig wird. Gerade auch dann, wenn es schwierig wird. Schwierig sieht die wirtschaftliche Lage in Baden-Württemberg vor allem aus Sicht der Opposition aus, die der grün-roten Landesregierung schon häufig vorgeworfen hat, falsche Schwerpunkte zu setzen und zu wenig in wirtschaftlichen Aufschwung zu investieren. Schmid sieht Grün-Rot dahingehend allerdings auch weiterhin auf dem richtigen Weg. Baden-Württemberg ist stärker geworden, denn wer hat den Sanierungsstau in der Verkehrsinfrastruktur aufgelöst? Wir haben es gemacht. Wer hat über 1 Milliarde Euro zusätzlich in Bildungsgerechtigkeit investiert? Wir haben es geschafft. Und wer ist dreimal ohne neue Schulden ausgekommen? Das war die SPD. Die CDU hat es, wie gesagt, nie geschafft. Und das Einzige, was die CDU in den letzten Jahren an landespolitischen Beiträgen geleistet hat, das waren Ausflüge in die Vergangenheit. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass Herr Oettinger auftritt. Die Sozialdemokratie steht nach Meinung Schmieds auch für die vorzeigbaren Erfolge der Landesregierung. In diesem Zusammenhang nennt er Spitzenresultate des Landes im Bereich der Innovation. Ausfuhrrekordergebnisse 2014, Beschäftigungsrekorde und die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit Deutschlands. Und um den eingeschlagenen Weg auch weiterführen zu können, sei eine weitere Regierungsbeteiligung der SPD in Baden-Württemberg nach der kommenden Landtagswahl 2016 seiner Meinung nach von entscheidender Bedeutung.